Meine Lieben, als Nachtrag zum heutigen Livestream, den 6.10.2024, ist ein einziges Thema leider Gottes. Naja, wenn man immer wieder schaut, wer ist im Live-Chat und so weiter, und dann beantwortet man Fragen, untergegangen. Und zwar die Thematik, der Unterschied zwischen Elga und E-Impfpass. Es ist ganz leicht erklärt, auch wenn wir Zuschriften bekommen haben, ja, das stimmt nicht ganz, und die Elga nimmt ja nur die Gesundheitsdaten auf, die auf der E-Card gespeichert werden. Ja, und der E-Impfpass ist ja was anderes. Naja, schon. Von der Elga kann man sich zum Beispiel anmelden, vom E-Impfpass nicht. Da komme ich aber dann gleich dazu. Ich möchte nur den Unterschied jetzt erklären, oder beziehungsweise in welcher Verbindung steht die Elga zum E-Impfpass. Die Elga wurde beauftragt, dieses Projekt ausreifen zu lassen und daran zu arbeiten, dass das Ganze umgesetzt werden kann. Also digital. Das macht nach wie vor zurzeit die Elga. Hat mit der E-Card, mit der Gesundheitsakte nicht einmal irgendwas zu tun. Es ist Fakt. Die Elga arbeitet im Hintergrund daran, den E-Impfpass so vorzubereiten, dass es für die Entscheidungsträger, also für die oberen Entscheidungsträger, ja, einen Sinn ergibt, dass es einfach passt und so weiter. So, wenn das dann erledigt ist, geht das ganze Projekt weiter an das Gesundheitsministerium. So, und das Gesundheitsministerium, ihr wisst es ja inzwischen, also die meisten wissen es, sind ja bereits auch schon involviert, dass das vom Gesundheitsministerium ausgehend an alle medizinischen Gesundheitsorganisationen gehen kann. Das heißt, Rotes Kreuz, Krankenhäuser, Kliniken, wie auch immer. Ja, auch Ärzte und so weiter. So, das ist jetzt Fakt. Nur, dass nicht jeder, dass nicht Menschen mir nach wie vor E-Mails schreiben und sagen, die Elga ist die Elga und der Impfpass ist Impfpass. Es wird mal so sein. Ja, das stimmt. Aber zurzeit ist die Elga GmbH der Hauptverantwortliche, welcher dann letztendlich für die Vollumsetzung des E-Impfpasses verantwortlich ist. Ganz einfach, mehr kann ich nicht sagen. Das zu dem Nachtrag, welchen ich leider im Livestream ja, aus unabsichtlichen Gründen ja, ausgeblendet habe. Mir ist dann noch ein Livestream sofort aufgefallen, ja, das Thema habe ich vergessen. Also bitte verzeiht mir, ich bin auch nur ein Mensch, ich mache genauso Fehler wie jeder andere. Ich möchte einfach nur informieren, die Leute dahin bewegen, nachzudenken, und dazu gehört es natürlich auch, falsche Interpretationen, die nicht notwendig sind, vielleicht uns per E-Mail zu schreiben und so weiter. Also bitte, wir sind da schon bestens informiert, und es ist einfach so, wie es ist. Aber jetzt zu denken, die Elga ist, ja, hat nur mit der E-Card jetzt momentan was zu tun. Nein, momentan ist es nicht der Fall. Daher haben wir ja auch, ja, beim letzten Stream gesagt, schickt ihnen Abfragen über eure Gesundheitsakte und so weiter. Denn das sind alles, was den E-Impfpass betrifft, sind Hintergrundarbeiten. Wir müssen schauen, dass wir unsere Gesundheit, unsere körperliche Unversehrtheit erhalten. Und diese Institution beschäftigen. Sie sollen, das habe ich im Livestream schon gesagt, ihre Vordergrundarbeiten machen. Das ist das Wichtigste. Auf die Bevölkerung eingehen, auf die Patienten eingehen und so weiter. Dann haben sie für die Hintergrundarbeiten nicht so viel Zeit. Und wir können von MV Menschenversorgung auch Zeit gewinnen, wie wir auch im rechtlichen Sinne unsere Mitglieder
schützen können vor dem E-Impfpass. Also bitte, hört es genau zu, macht es einfach. Schickt einer einfach die Abfrage, meldet sich auch all jene, welche schon von der E-Card abgemeldet worden sind. Ja. Bitte noch einmal ab, habe ich im Livestream auch gesagt, nochmal abmelden, denn man weiß nicht, was im Hintergrund vielleicht wirklich für Daten schon wieder betreffend E-Impfpass übermittelt wurden. Das wissen wir alles nicht. Ihr müsst das ja eh schon mitgekriegt haben. Die letzten Jahre sind nur mit Lügen, mit Verheimlichungen und so weiter gefördert worden, sprich praktiziert worden. Bitte, macht das, es ist ein guter Rat von uns, um eben eure eigene körperliche positive Gesundheitsentwicklung, aber auch eure eigene körperliche Unversehrtheit erhalten zu können. Vertraut uns, wir machen alles, aber nur mit eurer Hilfe können wir das umsetzen. Anders geht es nicht. Wir müssen zusammenhalten, ohne Zusammenhalt. Und Einzelkampf, bitte vergisst es, indem er schreibt, ja, die können mich Punkte oder wie auch immer, ich mache da nicht mit. Einzelkämpfer werden keine Chance haben. Schau, wir geben euch unseren rechtlichen Background, den geben wir euch und ihr unterstützt uns mit eurer Initiative oder euer Engagement, dass wir das Ganze wirklich auch umsetzen können und dass es uns auch gelingt, dass uns die Unversehrtheit und so weiter erhalten bleibt. In diesem Sinne danke noch einmal. Ich glaube, dein Auftrag war wichtig und ich wünsche euch alles Liebe aus dem Südburgenland. Dankeschön.